Meine Lieben. Achtung, bitte Ruhe im Studio. Heute bleibt keiner zu Haus, heute Nacht gehen wir aus, heute feiern wir ganz groß, denn im Hurra-Club ist was los. Ja, im Hurra-Club ist was los. Künstler und Showtalente, Politiker und Prominente, ja, sind alle da. Heute eckt er bestimmt wieder an, der Kanzler. Hat er nun Ass oder nicht? Ich bin Helmut. Ach nee, sag bloß. Der Enkel vom Opa. Mein Gott, der immer noch die alte Platte. Ach komm, der hat doch einen in der Birne. In diesem unserem Lande. Komisch. Irgendetwas stimmt nicht mit dem. Nee, was denn? Irgendwas mit der Sprache. Ja, wieso denn? Ist doch der gleiche Blödsinn wie immer. Ja, schon, aber er formuliert irgendwie deutlicher. Toll, was? Das ist ein Roboter aus Stasi-Beständen. Die wollten damals alle Spitzenpolitiker nachbauen. Fürs Ostfernsehen sind aber nur zwei fertig geworden. Und so geht er aus. Nee, das ist ein echter Wendehals, ne? Ui, der Herr Dr. Kohl ist aber still. Da. Huch, was ist das denn für ein Stadt, dieser Kerl? So eine edle Gestalt, genau wie ich. Hallo, ich bin Hell. Ja, so ein Zufall. Und sogar der gleiche Name. Geschichte. Herr Dr. Kohl, reingefallen. Das ist einer von den Stasi-Robotern, die man jetzt entdeckt hat. Was? Stasi? Pfui, Teufel, Lothar. Unverschämtheit, sowas. Lächerlich. Ich hab's gleich gemerkt. Also hast du das gesehen, Hans-Dietrich? Die müssen uns ja wirklich für blöd gehalten haben, Trieben. Genau, Helmut. Stasi-Roboter. Ja, so ein Blödsinn. Genau, Helmut. Klappt ja wirklich ausgezeichnet, der Roboter. Den übernehme ich ins Auswärtige Amt. Guck mal, Helmut. Und so geht er aus. Also jetzt langt das aber mit dem Stasi-Quatsch. Jetzt will ich das mal selber wissen, wie das funktioniert. Mit dem Hallo, An- und Ausschalten. Helmut, ich wollte nur noch eben mal... noch ein Stasi-Roboter. Den mache ich aber jetzt persönlich aus. Ich weiß ja jetzt, wie es geht. Also da. Oh, nein, ja, Helmut. Ja, siehst du, gell, so geht's. Ja. Gleich ist die Birne weg. Ja, so ist es. Liebe Zuschauer, ungeklärte Eigentumsverhältnisse und gefährliche Gutgläubigkeit in den 5 neuen Ländern locken immer wieder skrupellose Betrüger an. Diese schmerzliche Erfahrung machte auch Herr Strotznick aus Ehrenfriedersdorf in Sachsen. Unser nächster Filmfall. Der lebensfrohe Arbeitslose hatte wie jeden Tag beschlossen, noch etwas fernzusehen. Da klingelte es plötzlich an der Haustür. Ich wär verrückt. Nein, der Gorill aus dem Westfernsehen. Ja, so eine Überraschung. Ja, das ist doch was. Schauen Sie mal, ich habe Ihnen sogar noch jemand mitgebracht. Kennen Sie diesen Mann? Nee. Hab ich noch nie gesehen. Ja, können Sie auch gar nicht, Herr Strosnik. Das ist nämlich der Herr Lehmann aus Lüneburg. Und der hat uns geschrieben, ja. Der Herr Lehmann hat nämlich einen ganz, ganz großen Wunsch, ja. Was denn für ein Wunsch? Ganz einfach. Dieser Mann möchte sein Haus wieder haben.
Und Sie wohnen drin. Yeah. Bitte schön, Herr Stolznik. Ja. Hier ist Ihr Räumungsbefehl. Da steht Ihr Möbelwagen. Und hier sind eben noch auf unserer Showbühne. Jetzt schon in Sachsen, Ehren Friedersdorf. Die Möbelpacker. Und jetzt können Sie Ihre vier Kinder holen, ja, und die Oma. Denn Sie müssen ja jetzt schnell raus hier, nicht? Ja, hopp, hopp, hopp. Ach so geht das in Ihrer Sendung. Tja, wenn Sie das sagen, Herr Karel. Entschuldigung, dann hole ich mal nur noch meine Sachen. Ja, Herr Stolznik, so geht das in meiner Sendung. Lass dich überraschen, schnell kann es geschehen. Alles klar, Kumpels. Ihr könnt den Krempel jetzt einpacken, wa? Erst sehr viel später wurde Herr Stolznik misstrauisch. Leider zu spät. Nämlich erst, nachdem er in der nächsten Rudi Carell-Show gar nicht dabei war. Liebe Zuschauer, misstrauen Sie scheinbar bekannten Gesichtern. Nur allzu oft entpuppen sich angebliche Fernsehprominente als raffinierte Imitationen. Guten Abend. Geh mal, Poldi, geh mal, komm! Geh mal! Hochverehrte Festversammlung. Gut, dass man nicht alles nachschreiben muss. Es ist ja schon alles geschrieben. Hey. Sehr geehrte Exzellenzen, geschätzte Vertreter der Kirchen, der Wirtschaft, der Wissenschaft, liebe Landsleute. Und jetzt zum Schluss eine Prise Klassik. Was haben wir denn da? So Schiller, 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 Hegel, Hegel, Jünger, ne, Goethe, da, genau ist es. Goethe, Goethe, Goethe. So, Werte. Vor wem rede ich denn morgen nochmal? Ach ja. So. Das ist es. Werte Gäste. Das Rote Boot. Heute im Herzen der Macht. Liebes Logbuch. Wir haben jetzt die Macht praktisch vor Augen. Sie ist auch schon schwer angeschlagen. Hier bei uns an Bord sind alle hoch motiviert. Heute Nacht wird die Macht auf dem Reich. Wir bereiten uns auf die entscheidende Schlacht vor, nicht? Ich glaube, die haben uns noch gar nicht bemerkt auf der Macht, nicht? Admiral, Admiral, ey, gucken Sie doch mal. Da schwimmt ein Auge im Wasser. Ach du heiliger Klabautermann, das ist ja das Rote Boot. Es ist direkt unter uns. So, so. Tja, also, dann sollten wir, glaube ich, also jetzt mal irgendwas machen. Oh ja, wir machen einen Schlag ins Wasser. Brückenfilet, was sieht man denn da eigentlich? Drei Deppen, die mit den Armen wedeln. Wedeln? Ja, wieso denn das? Das weiß ich doch nicht, was die Sackgesichter da wollen. Ah, jetzt halten sie was über Bord, die Trottel. Wenn du Lust hast, Willi, wäre es irgendwo jetzt unheimlich nett, wenn du uns sagen könntest, was? Naja, eine Christbaumkugel und eine Wunderkerze und dann steht da noch so ein... Das scheint nur eine Provokation, nicht? Also, da hauen wir Ihnen aber jetzt ein Sharping vor den Bug. Sharping klar machen, L.I. Sharping klar machen. Sharping klar. Sharping los. Oh. Sharping läuft. 23, 24. Es hat gelamscht, Admiral Kohl. Unsinn.
Das ist doch nur ein ganz kleines Leck. Mein Admiral, melde Wassereinbruch im Führungsbereich. Popularitätspumpe unklar. Steuereinrichtung unklar. Hauptaufschwungart unklar. Alles unklar. Donnerlittchen, Volltreffer, das war Trapping. Also, ich mach dann schon mal das Beiboot klar. Ruhe auf der Brücke. Funker Schwarz-Silling, Gegenschlag aus Lesch. Ja. Biedenkopf, läuft. Ja, die sind wir bei den Fischen, ne? Oh, shit, doch noch nicht ganz. Meinst du, da kommen noch mehr, Willi? Quatsch. Ihr habt doch keine Munition mehr. Das war ihr letzter Biedenkopf. Genau wie damals unter Admiral Schmidt. Da haben wir nämlich keine Munition mehr? Wenn das so ist, dann jagen wir ihn nach dem vollen Foscherau rein und dann kommen wir ganz nach oben. Ja. Jedes Jahr am selben Strand relaxen wir im heißen Sand. Wir tanken Sonnenenergie, gesponsert von der Industrie. Die Sonne knallt, es blüht die Birne, der Kohl braucht alle Sonnenschirme. Doch fühlen wir uns wie neu geboren, im Schatten von Hans Dietrichs Ohren. In der Sonne liegen, Spaß haben. Egal was morgen ist, Hauptsache Ferien. Ah, Spitze! Aus allen Ländern der IG ich viele geile Mädels seh. Besonders toll find ich die Briten, die haben so wundervolle Sitten. Der Willi ist am Strand bekannt, man nennt ihn auch den Sonnenbrand. Erst Mineralöl und Ozon, gib deiner Haut den braunen Ton. Don't worry, wie heißt denn das noch gleich? In der Sonne liegen. Einfach Spaß haben. Keine Flugzeuge, nur Wasser, relax, don't worry. So, Fritz, jetzt wird umgebettet nach Potsdam. Friedrich der Große, das ist dazu Helmut, Geschichte. Helmut, ich hab auch noch was zum Umbetten. Hier, Barbarossa. Und Clausewitz, Moltke und ein bisschen Rommel. Alles Geschichte. Und noch der Bismarck. Ich meine, halt symbolisch. So. Das ist jetzt lebendige Geschichte. Das braucht es wohl. Huch, was ist das dann? Siehst du doch, Deutschland erwacht. Ich glaube, das ist jetzt peinlich. Heute bleibt keiner zu Haus, heute Nacht gehen wir aus, heute feiern wir ganz groß, denn im Hurra-Club ist was los. Ja, im Hurra-Club ist was los. Künstler und Showtalente, Politiker und Prominente, ja, sind alle da. Also, wir brauchen unbedingt noch eine zündende Idee für unsere neue Initiative, die Kampagne für das Leben. So ist es. Es muss Schluss sein mit der ewigen Abtreiberei. Ich hätte einen Slogan. 218 finde ich gut.
viel zu lasch, Wolfgang. Es muss klar werden, dass Kinder machen kein Spaß ist. Genau. Genau, sondern eine verdammte Pflicht und Schuldigkeit für jeden. Genau. Ja, dann vielleicht sowas wie diese Milchwerbung. Alles schwanger, oder was? Na ja, Helmut, sag du doch auch mal was. Mein Bauch gehört mir. Helmut! Ah, vielleicht fällt unserer Expertin, Frau Rita Süßmuth, was ein zu unserer Kampagne. Wir müssen doch Kompetenz beweisen, gerade in der Kinderfrage. Klar, Theo. Hier, damit könnt ihr Kompetenz beweisen. Ja, Kille, Kille. Bulle, Bulle. Oh Gott, schon wieder was, das außer Kontrolle gerät. Wolfgang, da, nimm du's mal. Da müssen wir jetzt durch. Gibt's denn dazu keine Entschließungen oder Unterlagen? Ich meine Akten. So, jetzt langs. So eine blöde Idee. Mann und Kind, es gab doch nie. Da braucht's jetzt eine Evidenz. Nein, nein, Hilfe, Hilfe. Ah, ein Kind. Hilft denn keiner dem Papst? Weg, weg. Na, meine Herren, das war wohl nichts mit der Kompetenz in Kinderfragen. Kinder? Wer spricht von Kindern? Wir meinen Ungeborene. Das ist aber reizend. Sehr schön. Wissen Sie, ich suche was ganz Besonderes für meine Sendung Boulevard Bio. Sowas, wo die Zuschauer sagen, wo hat der Bio das wieder her? Ja, 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 schon recht, schon recht. Badu, 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 badu. So, danke sehr. Wir haben mal wieder, was wir brauchen. Ja, Moment, Moment. Haben Sie einen Leihschein ausgefüllt? Mhm. Und das ist mir nichts kaputt machen, klar? Auf geht's. Ich kenne euch doch, ihr Saubären. Wissen Sie, ich brauche sowas mit urbanem Charme. Ja, 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 jetzt sind's nicht, dass ich zu tun habe. Ich habe jetzt Fütterung. So, habt jetzt euer Futter. Und passt mal auf. Kusch, Margot. Oh, meine mal, was die wieder machen da. Ruhe ist jetzt. Ja, aber die werden ja gar nicht artgerecht gehalten. Mutter und Tochter in einem Käfig. Ach, Schmarrn, das brauchen sie doch wegen dem, dass sie heute schön jodeln. Heute Abend im Musikantenstadl. Also jodelnde Schwestern, das hatte ich schon. Das war nichts. Wie wär's denn mit dem da? Wen? Ich seh keinen. Na, der da. Von den blauen Bergen kommen wir. Oh, aus, verdammte Töle, aus. Wollt's ihm wirklich wollen? Aber der ist fett deppert. Margot, Maria, pfui. Also sowas halt. Also die sind ja alle völlig ausgehungert. Marren, wir füttern dreimal am Tag Geld. Also nur Scheine. Wie, das ist ja eine einwandfreie Starrhaltung. Verstehen Sie? Ja, ja, schon gut. Also haben Sie denn jetzt was für mich oder nicht? Ja, mei, wenn Sie den depperten Depp da nicht wollen. Ja, aber warten Sie, da habe ich noch eine Magazin. Schauen Sie, ein Alexanderhammer. Ja, ja, sacra Kruzifix, welcher Depp hat jetzt den Udo Lindenberg zum Alexander in den Käfig einlassen? Ja, mei, das weiß man doch, die zwei sind nicht vertragen. So Sauerei. Ich glaube, jetzt hat er aufgefressen. Ja, das wäre doch eine schöne Geschichte. Die kleine Kneipe in unserer Straße. Hier kommen viele Arbeit von den Kürzen. Oh, jetzt zeig ich euch mal, wie man das macht mit den Asylanten. Diesen, Leuten muss man schon an der Grenze reinen Wein einschenken.
Hey, du da! Du hier nix bleiben! Zurück! Schnell wieder zurück! Nach Hause! Heimat! Deutschland pleite! Du verstehen! Nix Arbeit! Viel Steuern! Wirtschaft kaputt! Ja! Andere Baustelle! Nix hier! Ah, also, denen ist die Lust vergangen, zu uns rüberzukommen! Unglaublich! Da kommen sogar schon die ersten Ausreisewilligen. Los, dann weg hier. So, öffnen Sie doch schon den Schlagbaum. Ja, aber... Wir schaffen unser Kapital ins Ausland. Ja, aber um Gottes Willen, warum denn, meine Herren? Na, ganz einfach. Deutschland pleite. Nix Arbeit, viel Steuern, Wirtschaft kaputt. Andere Baustelle. Was war das denn für welche? Na, was wohl? Wirtschaftsflüchtlinge! Das Rote Boot. Heute das Ende der Macht. Liebes Logbuch. Du wirst lachen, aber wir haben den von der Macht nun ganz schön eingeheizt, nicht? Admiral Cole, der wollte uns ja, nun ködern wollte der uns ja, nicht? Aber wir haben ihn ein Foschen auf den Bug geknallt, dass er die Oppositionsbänke knarren hört. Herr Kalein, wir sind klar zum Aussteigen. So, na denn, gucken wir mal. Jo, der olle Pott hat ja nun schon Bunny Schlagseite. Denn lass uns ihn doch mal versenken, ne? Versenken! Die Macht! Ja, sind Sie wahnsinnig, Kalein! Übernehmen! Du Trottel! Darum geht's! Übernehmen! Übernehmen? Und dann womöglich den ganzen Tag an Ruder stehen? Nee, danke. Meine Kalein! Nein? Was ist denn das für ein Tüdelkram hier? Wir sind Schiffbrüchiger und suchen Zuflucht! Ah, hören Sie nicht auf die, Kalein. Die sind doch die ganze Zeit auf der Macht mitgefahren. Ja. Aber nur gezwungener Marsch. Ja, also, um Schlimmeres zu verhindern. Nicht? Man hat ja gar nicht ahnen können, was der Admiral Kohl alles Schlimmes gemacht hat. Und so. Das glaubt euch doch keine Sau. Aber ich bitte Sie, euer Ehren, wir haben uns die ganze Zeit nach euch gesehnt. Euch? Alle zwei, drei. Stell dich ein auf und die Wahl. Wählt sozial, liberal. Unser Herz schlägt jedes Mal. Nur sozial, liberal. Selbst der Neger in dem Kral. Und der Sänger in dem Saal. Und die Mehr und der dritte Wahl. Sind sozial, liberal. Ja, sozial, liberal. Ach, sozial, liberal. Ach. Das erinnert mich so an damals. Wir werden 72. Die. Jo, so kulturhistorisch betrachtet gar nicht mal so schlecht, ne? Na, wie wär's, Jungs? Zusammen ändern wir die Macht. Ach jo, wenn ihr die Arbeit macht. Klar, Schiff zum Entern. Melle Rausams. Herr Admiral. Kommunikationssysteme. Höchst unklar. Oh Gott. Meinungsmesserdefekt. Rettungsboot unklar. Alles unklar. Also, kein Anlass zum gesagt ist. Unklar ist doch nur der Grund für die Panikmache. Entern! Alle Mann entern! Was wollen Sie denn hier? Diese Jacke wollen wir, nicht? Komisch. Also früher war die Inflationsbremse hier. Dann diese ganzen Knöpfe da. Ja, Brückenwilli. Das macht man heute alles elektronisch. Oh, das ist ja kompliziert hier an der Macht, ne? An den Schalthebel der Macht. Da kennt ihr euch sowieso nicht mehr aus, ihr Blödner. Aber wir... Und wir helfen gar nicht. Damit wir nicht aus der Übung kommen. Meine Kalein. Moin. Ich bin da. Yeah, yeah, yeah. Ich bin da. Yeah, yeah, yeah. Ich bin die Nummer 1 hier. Das finde ich wundervoll.
Und wenn ich Musik mache, dann merke ich es ganz doll. Ich bin da. Yeah, yeah, yeah. Ich bin da. Yeah, yeah, yeah. Ich seh im Spiegel mein Gesicht und frag mich, ist das meins? Doch wenn ich dann die Zeitung lese, dann weiß ich wieder eins. Ich bin da. Yeah, yeah, yeah. Ich bin da. Glaub an mich. Ich bin da. Yeah, yeah, yeah. Ich bin da. Wie gut, dass es Mac Helmut gibt. Ich mach im Sturzflug dicke Flecken ins Geschichtsbuch. An mir kommt keiner mehr vorbei. Ich bin die Number One. Ich bin die Number One. Ich bin der Papa der Partei, der Mann, der alles kann. Ich bin da. Yeah, yeah, yeah. Ich bin da. Und jetzt nochmal von vorn. Ich bin da. Und alle. Yeah, yeah, yeah. Ich bin da. So. Das ist wirklich genug Theater. Jetzt darf ich aber doch wirklich bitten, dass ich auch in die Charts gewählt werde. Und das Wichtigste, meine Damen und Herren, ist... Oh, Verzeihung. Ja, was sehe ich? Einer unserer neuen Mitbürger. Genau, Herr Dr. Kohl. Und der kommt ins Guinness-Buch, der Rekorder. Ja, sowas, das ist ja großartig. Ein Rekord aus dem Osten. Gratuliere, mein Lieber. Es geht halt voran, was? Ich bin der 2 Millionste. 2 Millionste. Na? Arbeitslos im Osten. Du Idiot! Sie da, geben Sie sofort den Film her. Ich glaube, Sie, wer Sie sind. Die. Wer bin ich eigentlich? Hallo Fans, was braucht man, wenn man schon alle Hurra Deutschland Videos hat? Hurra Deutschland Quietschfiguren. Und wenn man beide Quietschfiguren hat, dann braucht man die LP Kohldampf. Und dann braucht man unbedingt das Hurra Deutschland Buch. Und dann die Hurra Deutschland Spielkarten. Und das muss man natürlich gleich allen Freunden schreiben. Mit Hurra Deutschland Postkarten, gell? Ach so, genau. Es gibt ja auch noch Hurra Deutschland Masken. Aber die habt ihr ja bestimmt schon alle. Ja.